Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist jetzt genau 0 Uhr. Mein Name ist Klaus Kleber und herzlich willkommen zum Nachtjournal. Ach, verdammt, auf geht's. Servus, Leute, auf geht's. Yippie! Klaus Kleber vor allem, ja. Jetzt habe ich meine Identität verraten. Verdammte Scheiße, ich wollte doch inkognito bleiben. Wir sind nicht Klaus Kleber, wir sind eher Klaus Trever. Und heißen eigentlich gar nicht Klaus, von daher lassen wir die ganze Scheiße einfach sein. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee für dieses Intro kam. Es war offen gesagt ziemlich schlecht. Gebe ich zu, aber das ist ja mittlerweile Sitte hier. Professionelle, coole Intros gibt's hier nicht. Es gibt hier nur Intros, die so schlecht sind, dass sich manch einer vielleicht denkt, warum macht er das? Wieso? Und ich dann nur so, weil ich's kann. Und jetzt frag mich so doof. Alter. Ja, also, nachdem ich jetzt die letzten zwei Folgen in GTA damit zugebracht habe, mich möglichst oft in den Tod zu stürzen, was natürlich vollkommen geplant war von vornherein, habe ich mir so gedacht, wäre doch ganz nett, abseits der Hauptstory einfach mal wieder so ein bisschen Nebencontent zu machen, nämlich Missionen machen. Weil der Hauptinhalt von GTA 5 ist doch eigentlich, wieso hat das so geleuchtet? Mit dem Flugzeug möglichst oft abzustürzen. Okay, wäre ja zu schön gewesen, wenn ich zufällig mal an einem UFO-Teil vorbeifahren würde. Nein, es war natürlich keins. Ich habe bisher immer noch erst zwei UFO-Teile von 50 oder so. Ach du Scheiße! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Na warte! Da ist der Militärkonvoi! Vor allem jetzt habe ich die Cops am Arsch. Nee, habe ich nicht. Okay. Die Ausrüstung darf nicht zerstört werden. Wie soll ich denn die jetzt holen? Klatsche ich die jetzt einfach oder was? Ey, ich war's nicht, ja? Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich es nicht war. So, auf jeden Fall, wir sollen irgendwie Militärausrüstung klauen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Deswegen fahre ich den jetzt einfach mal in den Weg rein. Noch wird hier nicht geschossen, Freunde. Ich bin noch hier ganz gesittet. Und vorbei. Tschüss. Haha, Bitches. So, Bersi-Modus an und einfach rein da. Wieso sind das so viele? Warum? Hallo? Das finde ich nicht korrekt. Wir gehen in Deckung. Fähigkeit kurz aus. Na, wo ist er? Alter, ich habe doch nachgeladen. Ich habe mich, glaube ich, verdrückt oder so. Falsche Taste, geil. Ja, vor allem... Ja, wir gehen jetzt mal nachladen. Dann renne ich raus und muss erstmal nachladen nach einem Schuss. Was ist das denn für eine Scheiße? So, jetzt gehört's mir. Meins. Okay, ich höre auf, so komisch zu lachen. Auf alle Fälle, wir haben's. War ja gar nicht so schwer. Ich hätte mir das jetzt schlimmer vorgestellt und er hat nur einen Durchschuss. Zum Glück ist es nur die Lunge. Stellt euch vor, es hätte das Herz getroffen. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich gestorben. Ich danke. Begib dich zum Meth-Labor. Wohin auch sonst. Trevor Phillips Industry sagt Dankeschön. Ihr seid sowieso tot. Deswegen werde ich dieser Ausrüstung einen besseren Sinn geben, als er bei euch jemals hatte. Weil, wie gesagt, ihr seid tot. Ihr braucht das gar nicht mehr. Ich lebe noch. Betonung auf noch. Wer weiß, ob er irgendwann an zu exzessivem Meth-Konsum stirbt oder doch mal in einem Kugelhagel irgendwie untergeht. Jack Howitzer. Ah ja. Wahrscheinlich voll wie eine Hauwitze. Ja, wie auch immer. Teil des Überfalls ist auf jeden Fall die Militärausrüstung, deswegen haben wir die jetzt gleich. Wird ja schon ganz gern wissen, was in den Kisten drin ist. Weil ansonsten könnten wir auf den Überfall scheißen, diese Atomrakete, die da sicherlich gelagert ist, mitnehmen und einfach alles in die Luft jagen. Somit wäre Los Santos komplett ausgelöscht, dieses Spiel hätte keinen Sinn mehr, Let's Play beendet, yo. Ach nee, warte, das ist ja scheiße, ich will das ja noch weiterspielen. Ach verdammt, das habe ich nicht bedacht, tut mir leid. Dann ist die Idee vielleicht auch nicht so gut. Oh Alter, noch komplizierter einparken geht wohl nicht, oder was? So. Ach echt, ich soll aussteigen. Ich dachte, ich warte jetzt auf schöneres Wetter. Wir sind geil. Kopfgeldjäger. Was ist das denn? Wieso habe ich das jetzt nicht?
Ich hab doch alle erschossen. Oder hätte ich die jetzt alle mit dem wahrscheinlich mit dem Sniper oder so alle abknallen sollen. Kann das sein? Hätte ich das tun sollen? So, Mr. Lester, mein Bester. Ich hab da was. Lester the Molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Meet me up in the lab. Ach hier. Also da wird jetzt die Mission losgehen, aber das will ich mir natürlich für morgen aufheben, damit wir morgen auch noch was haben. Ne, meine Freunde? Deswegen haben wir jetzt was anderes. Und zwar... Weiß ich nicht. Ich kann ja mal nach den Aktien gucken, aber schon lange nicht mehr. Auf geht's. Internet. The Internet is really, really great. Warporn. Kennt ihr das Video noch? Ich finde das total cool. Ich habe mir das letztens wieder reingezogen. Ey, das ist so episch. Also wer es nicht kennt, ne? The Internet is for Porn. Original WoW-Version, bitte. Das müsst ihr euch reinziehen. Da kriegt ihr den krassen Shit. Das ist wirklich ein tolles Video. Und ich habe jetzt schon wieder einen Ohrwurm. I've got a fast connection, so I don't have to wait. For Porn. Dollar Pills. Wie schaut's aus? Schon wieder am Sinken? Nicht so geil. Okay. Hier steigt's noch. Bob Mulet. Bob Mulet, vielleicht etwas französischer ausgedrückt. Vor allem, wenn ich so rede, klingt das schon wieder wie ein Sachsen-Französe. Ein Franzachse, sozusagen. Okay. Ich glaube, wir lassen das lieber. Nicht, dass sich hier noch irgendwer verarscht fühlt. Würde ich nie tun. Deswegen investieren wir jetzt einfach mal in diesen französischen Sachsen oder so ähnlich. Ach ne, ist ja gar kein Sachse, nur Franzose. Und hoffen einfach mal aufs Beste. Ihr wisst schon hier, ne? Merde, Merde, Pampelmus, Fromage, da-da-da-da-da und so weiter. Und hoffe, dass es einfach mal was geht, ne? Das heißt, ich hole mir jetzt meine Karre, die natürlich nicht mehr da ist. Verdammt, die habe ich abgestellt, als ich den Konvoi überfallen habe. Denkfehler, Error. Target not found. Temporary not available und so. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich eine Karre. Und da kommt mir diese Dreckschleuder gerade recht, glaube ich. So, my brother. What up, so? Howdy! Na, das ist doch hier Mr. Hillbilly. Was, Cocksucker? Na, warte. Also, wenn schon, ne? Du tust ja fast so, als würde ich hier einzelne Schwänze lutschen, aber wenn, dann sind es mehrere. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. So, und jetzt verpiss dich. Oh, der hat's übelst mitgeschleift. Ach du Scheiße. Also ich weiß, das sieht jetzt sehr eindeutig aus. Ne? Hier ist die Blutspur, die Bremsspuren, die gehen direkt zu meinem Auto und er liegt tot davor. Ich weiß, es könnte so vieles sein, aber ich war es nicht, ganz ehrlich. Es war... ich hau einfach ab. Ist doch scheißegal, wer es war. Bitch! Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich zurück in die Bude. Oder ich guck mal, was bei Ammunition so geht. Vielleicht noch ein bisschen vorbereiten. Achso, jetzt habe ich mein ganzes Geld rausgepulvert. Wieder ein Denkfehler. Sehr schön. Aber ich guck trotzdem mal rein. Einfach nur mal, um zu sehen, yo oder no. Ich glaube, eine Rüstung könnte ich mir mal kaufen. Ne? Is it true about all them bikers that got killed? All you do is pry, Melvin. It's the only thing you got left. I have been feeling fairly betrayed recently by the local community, yes, and seeking reparations for any wrongdoings. I always kind of liked Johnny Kay. Oh, you did you? Well, there might still be a bit of him on the bottom of my foot if you're pining for a reunion. No, no. Just forget I said anything. Also, die Fresse. I hate my life. Ja, you know, ich auch. So bad when Maud turns you down for a date. Was, wenn Maud einen sitzen lässt? Ja, dann ist man wirklich schlecht dran. Was ist das denn? Einsatz PDV. PDW. Ach, Personal Defense Weapon. Das ist so ein Schnellschuss-Dings da für Nahkampf. Oh, Lenkraketenwerfer. Annäherungsmine? Oh, da gibt's ja richtig lustige Sachen. Eine Muskete? Need, ist das dein Ernst? Und so eine alte Assassin's Creed-like Pistole. Wie geil ist das denn? Okay, ich habe einiges verpasst, wie es aussieht. Flasche. Weder klug noch schön, aber das
Ist der Typ mit einem Messer auf dich loslegt? Ja, auch nicht. Die Lösung? Wenn alle Stricke reißen. Bull-Up-Schrotflinte. Ne, Bull-Pup-Fool. Okay. Ja gut, da gibt's schon tolle Sachen, muss ich sagen. Jetzt Gefechts-Aim. Ach du Scheiße. Ich habe echt viel verpasst hier. Kampfgewehr? Ne, haben wir noch nicht. Karabiner, Sturmgewehr. Wie sind denn die Werte hier im Vergleich? Okay. Das Karabiner ist dem Sturmgewehr irgendwie in allen Punkten überlegen, kann das sein? Oder habe ich das Karabiner schon? Ich habe ja einige getötet eigentlich. Warte mal, das gucken wir uns gleich mal an. Sturmgewehr, Karabiner. Aha. Ja, dann müssen wir das mal upgraden bei Gelegenheit. So, wie viel Geld brauchen wir denn für eine Weste hier? Na gut, also auf jeden Fall mehr als 36 Dollar, würde ich mal behaupten. Ja, dann müssen wir halt doch wieder ein bisschen was verkaufen. Guck mal, da ist was gestiegen. Wie sieht's denn mit den Tinkel-Aktien aus? Irgendwie auch nicht so besonders. Ich will die aber nicht verkaufen. Stell dir mal vor. Oh, jetzt kommt Country-Musik. Yeeha! Ah, das Internet heute ist ziemlich scheiße, kann das sein? Also hier zumindest. Oh, jetzt muss ich hier... Wenn ich jetzt alle verkaufen würde, wie viel Gewinn hätte ich dann? Wahrscheinlich so, keine Ahnung, 2 Dollar oder so. Pff, ist ja lächerlich. Okay, dann verkaufen wir einfach nur ein paar, damit ich mir zumindest die Weste kaufen kann, ja? Auf geht's. Was ist denn eine überhaupt wert? 118 Dollar. Naja, so ein bisschen Taschengeld muss schon sein. 2000 Dollar. Reicht das für eine kleine Weste oder passt das wieder nicht? I don't know where Janet's meeting those young foreigner men, but it ain't 2500. Kaufen. Non-refundable, I should add. Was? Ohne Umtausch? Schade. Jetzt gucke ich mal beim Karabiner, ob ich da noch was upgraden kann schon. Mit meiner... Was? Luxusoberfläche. Yusuf Amir. Wo kenne ich denn den her? Ist das nicht der Typ aus GTA 4? Dieser komische Araber, mit dem man da irgendwie... diesen komischen Überfall macht oder so, der auch das Goldauto hat? Kann das sein? Yusuf Amir, das kommt mir so bekannt vor. Größeres Magazin. Genauigkeit erhöhen. Jetzt machen wir erstmal ein größeres Magazin, weil arg viel mehr können wir uns, glaube ich, eh nicht leisten. Nope. Das war's auch schon. Ja gut. Das war jetzt eine etwas komische Aktion hier. Hat alles ziemlich lang gedauert. Man möge mir das verzeihen. Dann würde ich sagen, lassen wir es heute gut sein, weil in der nächsten Folge, da kracht es dann wahrscheinlich richtig, wenn wir den Überfall losgehen. Oder zum Überfall losgehen und loslegen, so rum. Deswegen würde ich die Folge heute erstmal beenden. In der nächsten Folge fahren wir dann zurück zum Meth-Labor und machen ordentlich Rambazamba oder so. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.